lass doch einfach mal starten und dann schauen wir mal einfach, was passiert. Alles klar? Achso. Perfekt. So, bei uns sind jetzt noch ein paar dazugestoßen. Die Runde wird größer. Remote haben wir jetzt auch 11 Teilnehmer insgesamt. Denke, wir können langsam anfangen. Dann machen wir das doch. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an und stelle mich mal einfach selber vor, dass ihr auch wisst, mit wem ihr spricht. Mein Name ist Immo Landwirt. Ich bin Program Manager hier bei Microsoft in Redmond. Ich arbeite im .NET-Team, bin mittlerweile seit 6 Jahren bei Microsoft Corp. Ich war vorher lange Zeit in Deutschland, habe in München gearbeitet, nicht für Microsoft, aber für eine andere Firma, die Microsoft Partner war. Wir haben weitestgehend ausschließlich .NET gemacht, das heißt, ich kenne .NET sehr, sehr lange auch außerhalb als Kunde. Und ja, freue mich jetzt halt seit 6 Jahren hier zu sein und das Schicksal von .NET ein bisschen mitzugestalten mit meinen eigenen Erfahrungen, die ich als Kunde gewonnen habe. Ihr könnt mich jederzeit erreichen. Ich bin auf Twitter verfügbar, auch über E-Mail gerne. Wenn irgendwelche Fragen sind, einfach mal anschreiben. Bin zwar aktuell ein bisschen hinten dran, was E-Mail angeht, aber ich glaube, das ist ganz normal. Hoffentlich komme ich zu den Fragen. Ja, ich habe mir das heute so vorgestellt, dass wir ungefähr 30 Minuten Präsentation haben, wo ich ein bisschen was über .NET Standard erzähle, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt, was wir uns dabei gedacht haben und so weiter. Und dann hinten dran dann noch ordentlich Zeit für Fragen und Antworten. Wenn Fragen zwischendurch sind, auch gerne unterbrechen, wenn es Sinn macht, dann kann ich das auch gerne zwischendurch beantworten. Das Deck selber ist Englisch. Ich bin zwar mit meiner Frau hier, die auch Deutsche ist, das heißt, ich spreche sehr viel Deutsch, aber beim technischen Jargon habe ich diese Tendenz, zwischendurch ins Englische abzusacken. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Insbesondere wenn die Slides auf Englisch sind, das ist immer ein bisschen spannend. Sollte hoffentlich kein Problem sein. Okay, dann fangen wir einfach mal vorne an. Wenn wir uns .NET einfach mal so insgesamt so anschauen, dann gibt es da ja mehrere Plattformen. Und wir haben jetzt hier einfach mal exemplarisch die drei wesentlichen Plattformen rausgegriffen: .NET Framework, .NET Core seit ja ein paar Jahren und dann eben auch Xamarin. Und was das Ganze interessant macht, ist, dass jede dieser .NET Plattformen im Grunde sozusagen, wir sagen immer, eine eigene Vertikale darstellt. Also insbesondere einen bestimmten UI-Stack hat, ein bestimmtes Applikationsmodell hat, wie zum Beispiel WPF für Desktop-Apps auf .NET Framework oder touchbasierte App mit iOS auf Xamarin. Und das heißt, diese .NET-Vertikalen sind für sich genommen alle optimiert für den entsprechenden Verwendungszweck, für den sie vorgesehen sind. Und das ist im Grunde auch recht gut, weil das erlaubt den .NET-Developern sozusagen, jede dieser Vertikalen ja, gezielt anzusprechen und dann eben auch keinerlei Kompromisse eingehen zu müssen, was plattformspezifische APIs angeht. Also zum Beispiel auf Xamarin kann man natürlich alle möglichen iOS-APIs direkt aufrufen, genauso wie man auf .NET Framework mit Windows natürlich über pinvoke auch jede Windows-API aufrufen kann. Das ist im Grunde alles nicht problematisch. Das Problematische ist mehr so der Layer unten drunter. Also wenn wir uns mal die Base-Libraries anschauen, dann stellen wir fest, dass .NET Framework, .NET Core und Xamarin auch alle ihren eigenen Base-Layer mitbringen. Sprich, jeder hat seine eigene Implementierung von den primitiven Datentypen wie String und Int, aber natürlich auch von Collections und Networking und etlichen anderen APIs und funktionalen Schnittstellen, die eigentlich nicht sonderlich plattformspezifisch sein sollten. Und das führt dann dazu, dass es relativ schwierig wird für einen .NET-Developer, der sozusagen versucht, Libraries zu schrauben, die auf all diesen Plattformen funktionieren. Dann wird es sehr schwierig, sozusagen das Ganze zu machen, weil man ja im Grunde im Prinzip ja, drei Basisklassen von allen Frameworks beherrschen muss. Wir sagen immer 3 plus 1, weil man natürlich auch noch die Schnittmenge zwischen all denen ist im Grunde eine separate Base-Class-Library. Und das macht sehr, sehr schwierig, sozusagen auch Code-Reuse zu betreiben. Man muss sich immer wieder überlegen, hey, welche APIs sind tatsächlich verfügbar? Und ja, das macht es natürlich auch schwierig, sozusagen Code zu schreiben, der bei diesen Plattformen funktioniert. Und im Grunde da setzt .NET Standard ein. Also die Idee dahinter ist, dass wir im Grunde eine einzige Library haben, die sozusagen all diese Plattformen repräsentieren kann. Und ja, die Idee ist halt, dass wenn man das Ganze jetzt als auch im Tooling verfügbar macht, sprich wenn man dann sagt Visual Studio, File New, .NET Standard Library, dann kann man im Grunde sozusagen Code schreiben, der auf allen .NET Plattformen funktioniert. Und das Schöne an .NET Standard ist eben, dass es eben nicht nur die drei Plattformen hier sind, sondern im Grunde jede beliebige Plattform auch sein wird, wenn man mal in die Zukunft schaut. Wir haben ja im Laufe der letzten
15 Jahre, sage ich mal, mehrere .NET Plattformen gebaut. Sind ja auch nicht alle sichtbar hier. Silverlight zum Beispiel ist nicht sichtbar oder .NET Compact Framework ist nicht sichtbar. Und wir werden wahrscheinlich auch weiterhin in Zukunft mehrere .NET Plattformen bauen, einfach weil sich natürlich auch in unserem Zeitalter die Geräte immer weiter ja, sozusagen anpassen. Früher war es halt nur PC, heute haben wir halt touchbasierte Geräte. Wir haben ja eine relativ starke Differenzierung auch im IoT-Bereich. Also wenn wir uns diesen Low-End-Bereich anschauen, was jetzt spezifizierte Geräte angeht, ob das jetzt Mikrowellen sind oder der Kühlschrank ist, dann kann man sich schon vorstellen, dass es auch da weiterhin spezifische .NET-Plattformen geben wird. Und die Frage ist halt, wie man dafür Code schreiben kann. Und ja, wie gesagt, die Idee dahinter ist, wir haben halt eine, mit .NET Standard halt eine Base-Class-Library. Und ja, Code-to-Use wird relativ simpel. Innovation sollte eigentlich auch für uns einfacher sein. Also wenn wir jetzt neue Features hinzufügen, dann können wir einfach diese Features auch als Libraries bauen, die einfach auf dem .NET-Standard aufsetzen, die dann automatisch auf allen Plattformen verfügbar sein können. Ja, schauen wir uns noch mal ganz kurz an, was ist denn .NET-Standard eigentlich? Ich weiß nicht, wie viel ihr euch schon angesehen habt. Ich bin ja in den letzten 3 Wochen ziemlich unterwegs auf Twitter, Channel 9 und einigen anderen auch. Und ich sehe mal so ein bisschen, dass es eine Verwirrung gibt, was der .NET Standard eigentlich ist. Und im Grunde ist es relativ simpel. .NET Standard ist eine Spezifikation. Das heißt, es ist im Grunde keine Plattform für sich. Es ist keine konkrete ja, Implementierung, sondern es ist im Grunde eine Spezifikation. Das heißt, .NET Standard ist im Grunde all die APIs, die wir haben wollen, auf allen konkreten .NET Plattformen heute, aber eben auch in der Zukunft, sodass man als Library-Autor im Grunde sich darauf verlassen kann, dass diese APIs überall verfügbar sein werden. So, dass man jetzt einfach mal das Ganze als Versprechen von unserer Seite mal wahrnimmt. Im Grunde geht es uns darum, das Code-Sharing-Problem zu lösen, dass .NET-Entwickler sozusagen sicher sein können, dass die APIs, die sie erwarten und auch im Laufe der Jahre schätzen gelernt haben, auf all den Plattformen verfügbar sein können. Wenn ihr selber schon mal euch mit .NET Core auseinandergesetzt habt, dann werdet ihr wahrscheinlich feststellen, dass .NET Core heute sozusagen deutlich anders ist als die anderen .NET Plattformen. Also sprich, wir haben .NET Framework und wir haben Xamarin. Die sind beide relativ kompatibel zueinander. Die haben auch mehr oder weniger das gleiche Vokabular an APIs. Aber .NET Core hat ursprünglich versucht, sozusagen einen neuen Weg einzugehen, eine Modernisierung einzuleiten von .NET. Und das heißt, wir haben da sehr, sehr viele Änderungen durchgeführt, sozusagen an den Core-APIs. Also zum Beispiel Reflection haben wir anders angegangen. Wir haben einige APIs einfach weggelassen, die wir nicht besonders glücklich fanden. Und das führt dann dazu, dass wenn man versucht, Applikationen zu schreiben, die auf .NET Core laufen oder Libraries zu schreiben, die auf .NET Core laufen, dann stellt man fest, dass man da sozusagen ja, hunderte von kleinen Änderungen sozusagen sich ja, quasi angucken muss und dann eben entsprechend noch andere APIs aufrufen muss. Und .NET Standard ist sozusagen unser Ansatz, das Problem halt an der Wurzel anzufassen und zu sagen, hey, wir haben jetzt über den Laufe der letzten 2 Jahre festgestellt, dass unsere Kunden extreme Probleme haben, auf .NET Core zu portieren. Und im Grunde wollen wir eigentlich nicht wieder eine .NET-Plattform bauen, die so sehr stark abweicht von den anderen .NET-Plattformen. Und .NET Standard ist sozusagen das Mittel unserer Wahl, zu sagen, hey, hier sind die APIs, die wir im Laufe der Jahre überall hatten. .NET Core muss diese APIs auch unterstützen. Das heißt, .NET Standard ist sozusagen unser Versprechen, auch sozusagen mehrere APIs nachzurüsten auf dem .NET Core, mehrere APIs kompatibler zu machen auf dem .NET Core, sodass sozusagen ja, die Sachen alle ein bisschen einheitlicher werden. Und das ist im Grunde diese Sache, warum der .NET Standard eine Spezifikation ist und alle .NET-Plattformen diese implementieren müssen. Ja, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie haben wir das denn vorher angegangen? Wir haben ja vorher schon eine Technologie gehabt, die Code Reviews erlaubt. Uns hieß das Portable Class Libraries oder auch PCLs. Oder wie Miguel es so schön sagt, Pickles. Pickles und Nuges. Ja, Portable war im Grunde unser Ansatz zu sagen, hey, wir haben verschiedene .NET-Plattformen und wir wollen sozusagen modellieren, welche APIs verfügbar sind. Also wenn man sich jetzt mal auf der rechten Seite einfach mal das Bild anschaut, im Grunde kann man sich jetzt all diese Plattformen vorstellen als Venn-Diagramm, wo man im Grunde sagen kann, okay, Plattform 1 und Plattform 2, die überlappen ja irgendwo und sozusagen diese Überlappung ist im Grunde die APIs, die ich benutzen kann, wenn ich auf Plattform 1 und Plattform 2 ausgeführt werden möchte. Wenn ich hier Plattform 1, 2 und 3 ausgeführt werden möchte, ja, dann muss ich mir halt die Überlappung angucken, die zwischen all diesen drei Plattformen existiert.
und dann kann ich das Ganze quasi benutzen. Und das heißt, bei uns waren PCLs im Grunde ja ein Gedanke, nachdem die Plattformen gebaut worden sind. Das heißt, Plattform 1, 2 und 3 hatten völlige Freiheit, wie sie versionieren, welche APIs sie supporten, welche APIs sie weglassen. Und das heißt, wir haben im Grunde nach einfach nur gesagt, okay, jetzt gucken wir uns die Plattform an und berechnen jetzt einfach mal, welche Teilmengen da jetzt existieren, welche APIs jetzt auf allen Plattformen verfügbar sind. Und dann generieren wir Profile. Und das war im Grunde das, was man im Grunde mit Portable auch gesehen hat. Wenn man in Visual Studio sagt, find new Portable Class Library, dann kann man sich einen Teil der Plattform per Checkbox hinzufügen. Und dann berechnen wir, alles klar, du willst Plattform 1, 2 und 3. Das heißt, du kannst auf Profile 47 arbeiten. Und dann ist Profile 47 im Grunde einfach nur die Überlappung zwischen diesen drei Plattformen. Und das führt jetzt dazu, dass natürlich man als Kunde akute Schwierigkeiten darüber hat, überhaupt zu verstehen, welche IP-APIs verfügbar sind. Auf der einen Seite ist es nicht unbedingt zwingend klar, wenn ich eine Checkbox hinzufüge oder abwähle, wie viele APIs jetzt hinzukommen oder weggehen. Und das führt dann aber auch dazu, dass wenn ich jetzt eine Library baue mit Portable, dann läuft die auf genau den Plattformen, die ich ausgewählt habe. Das heißt, wenn wir jetzt eine neue Plattform bauen, eine Plattform 4, dann ist das jetzt vollkommen abhängig davon, wo jetzt in diesem Venn-Diagramm Plattform 4 sich bewegt. Es kann unter Umständen sein, dass Plattform 4 sozusagen eine Obermenge ist. Das heißt, die Library, die auf Plattform 1, 2 und 3 läuft, läuft auch auf Plattform 4. Es könnte aber auch sein, dass Plattform 4 nur noch einen Bruchteil der APIs hat, die Plattform 1, 2 und 3 haben. Das heißt, die Library läuft jetzt nicht mehr auf Plattform 4. Und das wollen wir eben nicht mehr haben. Wir wollen im Grunde sagen, hey, wir wollen ein einfacheres Modell haben, wo es völlig klar ist, ob die Plattform ausgeführt werden kann oder nicht. Ja, ob die Library der Plattform ausgeführt werden kann oder nicht. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie das mit .NET Standard funktioniert, dann ist das im Grunde sozusagen einfach nur konzentrische Zirkel. Das heißt, das Venn-Diagramm ist wesentlich simpler. Eine kleinere Version von .NET Standard hat immer weniger APIs als eine höhere Version von .NET Standard. Das heißt, APIs werden immer hinzugefügt, es werden nie weggelassen. Das heißt natürlich auch, dass eine höhere Version vom .NET Standard immer abwärtskompatibel ist mit einer vorherigen Version. Ja, und eine konkrete .NET Plattform hat jetzt nur noch eine einzige Wahlmöglichkeit, nämlich welche Version vom .NET Standard möchte sie denn unterstützen? Das heißt, wenn jetzt sagen wir mal .NET Framework hergeht und sagt, hey, ich supporte .NET Standard 1.6, dann heißt das automatisch, dass alle Libraries, die zwischen 1.0 und 1.6 liegen, auf dem .NET Framework ausgeführt werden können. Wenn aber jetzt ein Kunde eine .NET Standard Library baut, die Version 2 verwendet, dann wird die nicht ausgeführt werden können, weil die Plattform halt nur bis 1.6 implementiert hat. Und so stellen wir uns im Grunde die Versionierung vor. Das heißt, Plattformen suchen sich eine Versionsnummer aus und der Standard geht einfach im Grunde nur als monotonische Versionierung. Das heißt, neue APIs kommen in neueren Versionen. Und ja, wenn wir das haben, dann fangen wir an, die APIs auf all den .NET-Plattformen zu supporten. Und dadurch wird dann entsprechend auch der .NET-Standard, die Plattform supportet, wird dann natürlich auch entsprechend mit der Zeit wachsen. Macht das jetzt mal Verstand? Okay. Ich würde sagen, schauen wir uns das mal einfach mal ganz kurz an, bei mir im Browser, wie das Ganze jetzt, wie würde man überhaupt rausfinden, auf welchen .NET-Plattformen man ausgeführt werden kann. Wir haben jetzt natürlich aktuell noch kein Tooling dafür, das heißt, ein Großteil der Sachen, die ich jetzt zeige, sind jetzt einfach nur, man muss Sachen herausfinden, die man auf GitHub geht. Wir werden natürlich langfristig dafür auch Tooling haben in Visual Studio, wo man dann einfach auch so ein Visual Studio sich informieren kann. Aber heute wäre die einfache Variante, man geht auf unsere GitHub-Seite, .NET Standard. Und wir haben hier einen Docs-Folder, wo unsere Versionierung drin erklärt ist. Und hier kann man jetzt zum Beispiel mal sehen, was ich gerade versucht habe, mündlich zu erklären, mal als Tabellenform. Das heißt, wir haben jetzt auf der einen Seite die konkreten .NET-Plattformen und auf der anderen Seite haben wir die Versionen von .NET Standard. Das heißt, was die Tabelle im Grunde zeigt, ist, welche Version von welcher Plattform unterstützt welche Version von .NET Standard. Also zum Beispiel, .NET Framework 4.6 supportet .NET Standard 1.3. Und die nächste Version vom .NET Standard wird dann entsprechend, die nächste Version vom .NET Framework wird jetzt entsprechend 2.0 unterstützen. Gleichzeitig ist es so, Universal Windows Plattform in der Versionsnummer 10 unterstützt .NET Standard 1.4.
Das heißt, wenn ich jetzt Code ausführen will, der auf .NET Framework 4.6 läuft und auf Universal Windows Plattform 10 läuft, dann muss ich im Grunde Versionsnummer 1.3 verwenden. Und was wir auf der rechten Seite sehen können, .NET Standard 2.0 ist im Grunde das, was aktuell noch nicht geshippt wird, sondern das ist das, woran wir aktuell noch arbeiten. Deswegen steht jetzt hier bei allen Sachen erstmal nur wie Next. Das heißt, die nächste Version von .NET Core wird .NET Standard 2.0 unterstützen. Das gleiche für Mono, das gleiche für Xamarin und so weiter. Wenn wir jetzt wissen wollen, was hat sich eigentlich geändert, also sprich, ist mir das überhaupt wichtig, zwischen 1.3 und 1.4, welche APIs sind eigentlich neu in 1.4, dann kann ich hier einfach draufklicken, das ist ein Link. Der Link führt mich jetzt zur deutschen Standard 1.4 und ich kann jetzt hier einfach mal sehen, okay, welche Plattformen werden unterstützt. Nochmal das gleiche wie vorher auch als Liste. Und dann kann ich jetzt hier sehen, okay, was hat sich eigentlich verändert? Und was wir jetzt hier sehen können, ist zum Beispiel, dass das API-Delta zwischen 1.4 und 1.3 relativ gering war. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie 18 APIs hinzugefügt. So, und wenn ich jetzt mich für diese APIs halt nicht interessiere, dann ist es im Grunde egal, ob ich jetzt 1.3 oder 1.4 unterstütze. Wenn wir jetzt mal einfach nach 2.0 springen und gucken uns an, was hat sich in 2.0 getan. Dann sehen wir jetzt hier schon das Delta von 2.0 zu 1.6, was die höchste Version vorher war. Das sind schon etliche APIs hinzugekommen. Einfach mal runtergebrochen nach Namespace und nach Anzahl APIs. Und da sehen wir schon mal, da hat sich etliches getan. Schauen wir nochmal das Ganze als Übersicht an. Wo stehen wir eigentlich? .NET Standard 2.0. Ich habe es ja vorher schon gesagt, das Hauptziel ist es sozusagen, deutlich mehr APIs hinzuzufügen. Wenn man sich .NET Standard 1.0 bis 1.6 anschaut, dann im Grunde ist es so, dass .NET Standard 1.6, was die höchste Version von 1x war, im Prinzip weitestgehend beschränkt wurde von .NET Core. Das heißt, .NET Framework und Xamarin könnten wesentlich mehr APIs teilen, aber nachdem wir auch .NET Core supporten müssen, haben wir deutlich weniger APIs verfügbar gemacht im .NET Standard. Und jetzt ist es halt so, wir haben gesagt, okay, wir versuchen jetzt mal einfach mit .NET Standard 2.0 sozusagen das theoretische Maximum der APIs zwischen .NET Standard und Xamarin zu unterstützen. Das heißt, wir müssen .NET Core massiv wachsen lassen. Und das äußert sich halt hier, wenn man einfach mal die Anzahl APIs anguckt. .NET Standard 1.6 hat 13.000 APIs und mit .NET Standard 2.0 haben wir halt 32.000 APIs. Das heißt, es ist mehr als verdoppelt im Grunde zu den vorigen Versionen. Das heißt, die Hauptarbeit, die wir aktuell haben, ist einfach .NET Core wachsen zu lassen, um eben .NET Standard 2.0 zu unterstützen. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist, wir haben im Laufe der Jahre mehr oder weniger schmerzlich oder auch nicht schmerzlich feststellen müssen, dass der Großteil unserer Kunden, die halt Libraries produzieren und versuchen, Libraries zu teilen auf NuGet, dass die weitestgehend halt immer noch .NET Framework für .NET Framework kompilieren. Was im Grunde nicht unbedingt heißt, dass die jetzt .NET Framework-spezifische APIs verwenden. Also der Großteil der Libraries verwendet jetzt nicht zwingend WinForms oder so. Aber .NET Framework ist einfach im Grunde so lange am Markt und die anderen Plattformen wie jetzt Xamarin und Mono haben seit jeher eine Kompatibilität mit .NET Framework gehabt. Und das heißt, es gab für die Kunden nicht wirklich eine Notwendigkeit, sozusagen was anderes auszuwählen. Wir sehen aber schon, dass .NET Standard und Portable Class Libraries schon deutlich genutzt werden auf NuGet. Allerdings noch nicht zu einem Maße, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt okay oder das reicht jetzt. Und dementsprechend haben wir jetzt gesagt, okay, für .NET Standard 2.0, um erfolgreich zu sein, müssen wir im Grunde einen Compat-Shim anbieten, der es erlaubt, auch existierende Libraries, die immer noch .NET Framework oder für .NET Framework kompiliert haben, auch verwenden zu können. Und das erlaubt jetzt im Grunde auch sozusagen existierende Libraries, auch wenn sie jetzt nicht für den Standard kompiliert worden sind, auch zu verwenden. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass die magisch funktionieren werden, wenn ich jetzt eine .NET Framework Library auf Xamarin ausführe, die WinForms-Abhängigkeiten hat, dann wird das natürlich weiterhin nicht funktionieren. Aber wenn ich aber jetzt einfach eine relativ einfache Business-Komponente habe oder so einfach muss es noch nicht mal sein mit den 32.000 APIs, wenn man jetzt eine Komponente hat, die einfach nur Networking verwendet zum Beispiel oder die ja, eine Berechnungskomponente darstellt für die Business-Logik, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Komponente auch auf Xamarin oder auch auf .NET Core ausgeführt werden kann, wird mit .NET Standard 2.0 ziemlich, ziemlich hoch sein.
klar, weiterhin WPF und WinForms gibt es natürlich nicht woanders, aber ja, die meisten Sachen werden einfach mal funktionieren. Ja, wenn wir jetzt einfach mal reinschauen, was ist da im Grunde als APIs drin in .NET Standard 2.0? Ja, da sieht man schon mal, das ist im Grunde ein ziemlich, ja, was man im Grunde erwarten würde als, als APIs. Wir haben im Grunde unten den Core natürlich mit Strings und Ins und Collections. Reflection wird genauso funktionieren, wie es im .NET Framework heute funktioniert. Das heißt, falls ihr schon mal mit .NET Core rumgespielt habt, werdet ihr wahrscheinlich festgestellt haben, dass Reflection anders funktioniert. Das wird mit .NET Standard 2.0 gefixt. Das heißt, Reflection wird genauso aussehen wie .NET Framework. Interop natürlich mit pInvoke, Link natürlich. Wir haben Threading ganz viele Sachen hinzugefügt. .NET Core hat, glaube ich, bis vor kurzem noch keinen Support gehabt, um Threads zu erzeugen. Da war der Push unserer Seite Richtung Tasks. Aber wenn man Threads braucht, sollte man auch Threads erzeugen können. Und das Gleiche gilt natürlich auch für APIs wie Binary Formatter. Heute ist es so, dass wir keine Binär-Serialisierung haben im .NET Core. Das kommt jetzt auch mit .NET Standard 2.0. Gleiches im XML-Bereich. Bis vor kurzem war es halt so, dass wir keinen XPath oder Schema oder Transform Support im .NET Core hatten. Auch das kommt jetzt mit .NET Standard 2.0. Und ja, wenn man sich jetzt mal diese Menge so anguckt, das ist im Grunde alles, was .NET Framework hat. Mit Ausnahme der APIs, die sozusagen ja, extrem Windows-spezifisch sind. Also WinForms, WPF, WMI, Workflow Foundation, so diese Sachen fehlen. Aber im Grunde alles, was man so brauchen würde, um Business-Logik zu implementieren oder um alles, was wiederverwendbar ist, und sozusagen, wird mit .NET Standard 2.0 relativ simpel sein. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken mit dem, was kann ich referenzieren von .NET Standard 2.0? Ich sehe es jetzt schon, es ist jetzt hier so grafisch dargestellt, also im Grunde die Plattform .NET Framework, .NET Core und Xamarin. Also wenn ich jetzt eine Applikation baue, die sozusagen für .NET Framework ausgeführt werden soll oder für .NET Core oder Xamarin, dann können all diese drei Applikationstypen können Standard-Libraries referenzieren. Also sprich Libraries, die den .NET Standard oder für den .NET Standard kompilieren. Was können diese denn wiederum referenzieren? Ja klar, die können natürlich andere Libraries referenzieren, die für .NET Standard kompiliert worden sind. Die können natürlich weiterhin Portable Class Libraries referenzieren. Da ist es so, dass Portable Class Libraries, weil es ja im Grunde profilbasiert ist, da wird es so sein, dass bestimmte Profile sind gemappt auf bestimmte Versionen vom .NET Standard. Und je nachdem, welche Versionsnummer das halt ist, kann ich sie referenzieren oder halt auch nicht. Und ja, mit unserem Compat-Shim haben wir jetzt im Grunde auch eine Möglichkeit, eine existierende .NET Framework Bibliothek zu referenzieren. Jetzt mal die Legende angucken. Also wir haben im Grunde oben die Applikationen. Dann haben wir halt ein Projekt, was da .NET für .NET Standard kompiliert. Und dann kann man jetzt im Grunde sehen, was man da referenzieren kann. Das heißt, mit .NET Standard 2.0 bin ich halt in der Lage, sozusagen fast alles zu referenzieren, was heute als Libraries verfügbar ist. Aber natürlich ist es so, beim .NET Framework, wenn ich das verwende, dann bin ich natürlich so ein bisschen in dem Niemandsland. Es wird funktionieren, wenn die .NET Framework Bibliothek nur APIs verwendet, die auch im Standard verfügbar sind. Das heißt, weiterhin ist es natürlich so, wir empfehlen Kunden, wenn sie Sachen bauen wollen, die wiederverwendbar sind, dass sie .NET Standard verwenden. .NET Standard wird dann auch Portable Class Libraries langfristig ersetzen als unsere Library Story für Reusable Components. Aber um halt sozusagen das Ganze schneller zu starten, haben wir gesagt, okay, mit dem Compat-Shim erlauben wir da auch Abhängigkeiten auf existierende Libraries. Aber natürlich muss man da so ein bisschen aufpassen, was die Library verwendet. Jetzt ist immer die Frage, was heißt das denn jetzt, wenn ich jetzt APIs verwenden möchte, die nicht überall verfügbar sind? Also erstmal ist es so, dass der .NET Standard im Grunde sozusagen nur APIs repräsentiert, von denen wir wissen, dass sie überall funktionieren. Das heißt, wir fügen jetzt nicht unbedingt große Mengen an APIs zum Standard hinzu, die nicht überall funktionieren können oder sollen. Also zum Beispiel, wir würden jetzt nicht WinForms oder WPF zum .NET Standard hinzufügen, weil diese APIs halt sinnbefreit sind, wenn ich auf anderen Plattformen bin. Natürlich ist es auch immer noch so, wir haben einzelne APIs, also sozusagen bestimmte Methoden, die nicht überall verfügbar sein können, weil sie Windows-spezifisch sind. Ein gutes Beispiel hier wäre die Permission-APIs, die wir im .NET Framework haben, um mit Windows Access Control Lists, also ACLs umzugehen, also zum Beispiel ja, Berechtigungen auf Dateiebene zu setzen. Das sind einzelne Methoden auf unseren IO-APIs.
Jetzt könnten wir die natürlich einfach entfernen im Standard. Wäre aber dann doof, wenn ich sozusagen sagen will, okay, ich möchte den .NET Standard verwenden. Ich weiß aber, dass ich nur auf Windows ausgeführt werde. Also das heißt, ich kann dann teilen zwischen .NET Framework und .NET Core. Aber es ist natürlich doof, wenn diese Methoden fehlen würden. Das heißt, für eine bestimmte Teilmenge, für eine ganz ja, kleine Teilmenge an APIs wird es so sein, dass die im Standard sind. Diese APIs aber unter Umständen haben wir Supported Exception werfen. Grundsätzlich ist es so, bei größeren Komponenten, wir bauen diese als Komponenten, die oberhalb vom .NET Standard sitzen. Das sind also andere Libraries, die im Grunde nur für .NET Standard kompiliert worden sind. Zum Beispiel Registry oder Reflection Emit. Und bei denen ist es so, dass ich die hinzufügen muss. Also sprich, wenn ich jetzt sage File New .NET Standard, .NET Standard Class Library in Visual Studio, dann kriege ich ein Projekt, wo standardmäßig nur APIs referenziert werden, die überall funktionieren. Wenn ich jetzt die Registry verwenden will, dann kann ich das machen. Dann muss ich einfach in mein Projekt hingehen und sagen, okay, Rechtsklick, Referenz hinzufügen. Dann kann ich die Registry auswählen und dann kann ich weiterhin die Registry verwenden, auch wenn ich .NET Standard als Ziel habe. Das heißt natürlich, dass nachdem Registry Windows Only ist, wird das natürlich nicht auf Linux funktionieren. Aber ich kann jetzt Code schreiben, der sozusagen auf allen .NET-Plattformen ausgeführt werden kann, die nur auf Windows laufen. Das gleiche gilt auch für Reflection Emit. Laufzeit Code-Generierung kann ich nur dann machen, wenn ich auf einer .NET-Plattform ausgeführt werde, die einen JIT hat. Das wird nicht funktionieren, wenn ich jetzt auf Xamarin iOS ausgeführt werde oder auf UWP, weil beide Plattformen zur Laufzeit keinen JIT haben, sondern alles muss vorher kompiliert werden. Und dementsprechend kann ich kein Reflection Emit dort verwenden. Das heißt, wenn ich solche Komponenten hinzufüge, dann bin ich automatisch less portabel. Aber der entscheidende Punkt hier ist, dass wir keine harten Grenzen reinziehen. Weil es ist immer so, dass .NET Standard natürlich all die APIs sind, die überall funktionieren. Aber natürlich gibt es da auch eine gewisse Grauzone an APIs, wo es jetzt davon abhängt, auf welchen Plattformen ich ausgeführt werden möchte. Das heißt, wir wollten eine Version bauen vom .NET Standard, die auch skalieren kann und auch solche Graubereiche repräsentieren kann. Macht das auch Verstand? Ja. Cool. Dann ist die andere Frage, die auch immer mitschwingt, wie unterscheidet sich .NET Core und .NET Standard? Ja, das ist im Grunde relativ simpel. .NET Standard, ich habe es ja schon gesagt, das ist eine Spezifikation. Und .NET Core ist einfach eine bestimmte Implementierung dieser Spezifikation. Genauso wie das .NET Framework eine Implementierung dieser Spezifikation ist. Und Xamarin und Mono auch jeweils eine Implementierung dieser Standards sind. Das heißt, .NET Core und .NET Standard sind völlig getrennte Projekte. Die haben auch verschiedene GitHub-Repositories. Und das erlaubt es uns sozusagen, zwei Dinge zu machen. Auf der einen Seite wollen wir natürlich, wenn wir APIs zum Standard hinzufügen, wir wollen sicherstellen, dass diese APIs auch überall implementiert werden können. Deswegen gibt es da ein Standard Review Board, wo Repräsentanten von allen .NET-Plattformen drin sind. Natürlich von meinem Team, weil unser Team ist verantwortlich für .NET Core und .NET Framework. Da sind aber auch Repräsentanten davon von Xamarin, da sind Repräsentanten von Mono, da sind Repräsentanten von Unity. Und wir unterhalten uns halt darüber, wenn wir APIs hinzufügen wollen zum Standard, können wir diese APIs überall implementieren? Macht es Sinn, das zum Standard hinzuzufügen? Und das ist im Grunde wie bei allen Standardisierungsgeschichten eine Sache, die unter Umständen nicht unbedingt sonderlich schnell ist. Also wir haben jetzt nicht das Ziel, den Standard sehr schnell zu aktualisieren zu können, sondern wir wollen es sinnbehaftet machen. Aber letztendlich wollen wir natürlich auch weiterhin in der Lage sein, ja, schnell zu experimentieren. Auch neue Features bauen zu können, die unter Umständen vielleicht .NET Runtime Changes erfordern, also zum Beispiel sowas wie Generics oder jetzt, wenn wir jetzt beim nächsten nächsten Version vom .NET angucken, da gucken wir uns etliche Features an, die ähnlich zu Generics sind, im Sinne von, okay, da brauche ich Runtime Changes, unter Umständen muss ich das Metadatenformat aktualisieren, unter Umständen müssen wir den Compiler aktualisieren. Das heißt, solche Änderungen wollen wir schneller machen können, um auch schneller Feedback zu kriegen. Und das machen wir im Grunde mit .NET Core. Das heißt, .NET Core ist eine Implementierung, aber es ist die Implementierung, wo halt am meisten, sage ich mal, Ressourcen reingepulvert werden von unserer Seite. Das heißt, das ist da, wo wir am schnellsten mal Updates sehen werden, wo ihr dann auch solche Sachen unter Umständen per NuGet sofort runterziehen könnt. Von dem, was wir montags gebaut haben, könnt ihr euch Dienstag die Sachen runterladen und Mittwoch Feedback geben. Das heißt, wir sind in der Lage, eine sehr enge Feedback-Schleife mit unseren Kunden fahren zu können. Das heißt, wir werden mit .NET Core experimentieren. Ja, wenn diese Experimente halt fruchten und wir überzeugt sind, dass die Konzepte die richtigen sind,
Dann fangen wir an, uns mit den anderen Implementierern von .NET auseinanderzusetzen. Dann gucken wir uns an, okay, sollten wir einen Teil dieser APIs in den .NET Standard bewegen? Und damit kommen diese API-Innovationen dann entsprechend auch auf anderen Plattformen, also .NET Framework, Xamarin und so weiter. Und so stellen wir uns im Grunde das Ganze vor. Und ja, jetzt würde ich in die Fragerunde einleiten. Also ich habe dir einfach mal, auch schon mal ein paar Links rausgegeben, dass ihr in der Lage seid, das auch offline nachzulesen. Den Link, den ich am direktesten empfehlen würde, wäre unsere FAQ. Da sind so 20, 30 Fragen drin, die häufig kommen. Mit Erklärung relativ schnell zu lesen, dauert wahrscheinlich 10 Minuten, das ganze Dokument zu lesen. Erklärt aber den ganzen Sachverhalt relativ detailliert. Dann gibt es meinen Blogpost, der im Grunde in mehr Tiefe geht. Ist ungefähr 15 Seiten Word. Dauert wahrscheinlich ungefähr 20 Minuten bis eine halbe Stunde, das zu lesen. Aber der geht so ein bisschen mehr in die Tiefe dessen, was wir uns dabei gedacht haben, wie sich das im Tooling auch manifestieren wird. Also beispielsweise, dass wir jetzt auch im nächsten Version von Visual Studio Integration haben, um NuGet-Pakete zu bauen und solche Sachen. Und dann weiter ganz unten, klar, .NET Standard selber auf GitHub verfügbar. Das heißt, wenn ihr euch mit dem .NET Standard auseinandersetzt und sagt, hey, mir fehlen da ein paar APIs, die im Standard sein müssten, das wäre ein gutes Repo, um zum Beispiel diese Bugs zu fixen, Entschuldigung, die Bugs zu feilen oder auch eine Diskussion darüber zu starten, ob diese APIs hinzugefügt werden sollten oder nicht. Ja, und jetzt will ich es einfach mal euch überlassen, mich mit Fragen zu löchern und dann hoffe ich, kann ich die beantworten. Super, vielen Dank. So, und jetzt sind alle anderen eingeladen, ein paar Fragen zu stellen. Einfach gerne das Mikrofon unmuten und loslegen. Also ich hätte da eine Frage, und zwar, wenn von vorne weiß, dass ein Projekt zum Beispiel ein Post-Projekt ist, ne, also Desktop-Anwendung, muss man da, braucht man dann keinen Netzstandard, oder? Man könnte dann einfach .NET verwenden. Genau, es wird weiterhin so sein, dass wir im Grunde haben wir jetzt mit .NET Standard sozusagen, man kann das im Grunde klassifizieren in zwei Arten von Class Library Projekten. Wir werden weiterhin Class Library Projekte haben, die plattformspezifisch sind. Das heißt, im Grunde, wenn ich es mir jetzt hier so anschaue, kurz einmal gucken, Laserpointer. Im Grunde ist die Idee zu sagen, okay, es wird weiterhin Klassenbibliotheken geben, die speziell sind für .NET Framework. Es wird weiterhin die Möglichkeit geben, Klassenbibliotheken zu bauen, die nur auf .NET Framework ausgeführt werden sind. Und das gleiche für Xamarin und das gleiche für jede andere Vertikale, die wir auch in Zukunft hinzufügen können. Und .NET Standard ist im Grunde sozusagen die Horizontale dazu. Das heißt, wir haben vertikale Class Libraries und wir haben horizontale Class Libraries. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich möchte oder ich weiß von vornherein, dass diese Klassenbibliothek beispielsweise nur in meiner WinForms-App genutzt wird und nur in meiner ASP.NET-App gebaut, genutzt wird, dann macht weiterhin Sinn, sozusagen Bibliotheken zu bauen, die .NET Framework direkt verwenden. Der Riesenvorteil dabei ist, dass ich natürlich keinerlei Einschränkungen darüber habe, welche APIs ich verwenden kann, sondern ich kann im Grunde alle APIs verwenden, die im .NET Framework sind. Wenn ich aber von vornherein weiß, hey, ich brauche da eine, keine Ahnung, sagen wir mal einfach in der Bibliothek, von der ich weiß, dass ich sie von meinem ASP.NET Backend auf meinem .NET Framework verwenden muss, gleichzeitig aber auch vielleicht von meiner Xamarin iOS App, dann wäre halt der Bereich, okay, dann baue ich das Ganze als .NET Standard Library und dann weiß ich, dass es auf beiden Seiten nutzbar ist. Beantwortet das die Frage? Ja, ich habe noch mal so eine schließende Frage, und zwar angenommen, ich habe jetzt WinForms-Projekt, also WinForms-Projekt, und dann kriege ich, sagen wir mal, jetzt JSON-Net, also Microsoft, ich glaube, das sind die Library in ihrem Projekt. Dann habe ich derzeit in NuGet-Repository nur eine Version von dieser Komponente. Und, dann halt, das heißt, in der Zukunft habe ich jetzt zweimal, also eine Auswahl von dieser Komponente, einmal für .NET. Und einmal für den .NET Standard. Ne? Wird es einen Unterschied geben, welche ich anbiete? Also performancemäßig. Okay, bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber die Frage, glaube ich, war, wird es dann quasi in der Zukunft verschiedene Versionen von Libraries, wie zum Beispiel Newtonsoft, JSON, geben, Ja. die sozusagen .NET Standard sind oder .NET Framework spezifisch sind? Ist das die Frage? Genau. Welche finde ich eigentlich? Gibt es da Unterschiede oder gibt es da keinen Unterschied?
Genau. Die Sache ist die, bei Nougat ist es so, dass Nougat sozusagen, im Grunde ist ein Nougat-Paket nichts als ein ZIP-File mit Binaries. Das heißt, ein Nougat-Paket kann sozusagen mehrere Binaries anbieten. Das heißt, viele Nougat-Pakete machen es heute schon, dass sie sozusagen ein Binary für vertikal 1 haben, ein anderes Binary für vertikal 2 haben. Das heißt, sozusagen von Sicht des Kunden ist es so, ich kann sozusagen dasselbe Nougat-Paket verwenden, wenn ich .NET Core mache, oder dasselbe Nougat-Paket verwenden, wenn ich .NET Framework mache. Und sozusagen Nougat wählt einfach das Binary aus, was für diese Plattform verfügbar ist. Das heißt, was wir erwarten, was passieren wird, ist, dass die meisten NuGet-Autoren einfach nur hergehen und sagen, ich baue, statt dass ich mir in Zukunft halt mehrere Binaries in mein NuGet-Paket schraube und sich noch mehrere Binaries bauen muss, baue ich nur noch ein einziges Binary, nämlich das Standard-Binary. Und das vereinfacht jetzt das Erstellen der NuGet-Pakete. Natürlich ist es unter Umständen so, dass ich jetzt sage, hey, ich habe jetzt eine super spezielle Library. Mein Beispiel wäre jetzt, okay, ich will eine Library bauen, die sozusagen die GPS-Sensoren ja, sozusagen wrapped, sodass ich sozusagen nicht mehr darüber nicht wissen muss, wie ich jetzt meine GPS-Koordinaten kriege. Und dann kann ich jetzt hergehen und sagen, okay, ich baue eine logische Library, die sozusagen einfach nur sagt, get coordinates. Und dann implementiere ich die einmal für .NET Framework, indem ich halt pinvox mache auf Windows, um halt an den GPS-Sensor ranzukriegen. Und auf Xamarin iOS, sage ich mal, baue ich einfach die iOS-APIs und auf Android halt die Android-APIs an. Und das heißt, die Konsumenten von diesen NuGet-Paketen müssen gar nicht wissen, ob sozusagen in dem NuGet-Paket ein Binary drin ist oder mehrere Binaries drin ist. Es ist Aufgabe des NuGet-Pakets sozusagen, das einfach nur zu abstrahieren. Das heißt, ich würde nicht erwarten, dass wir jetzt mehrere NuGet-Pakete bekommen werden, sondern im Grunde erwarte ich, dass wir weniger NuGet-Pakete haben. Das heißt, statt jetzt ein NuGet-Paket für .NET Framework zu haben und eins für .NET Core zu haben, wird jetzt in Zukunft so sein, dass es einfach nur ein NuGet-Paket geben wird und das wird entweder nur ein Binary beinhalten, nämlich .NET Standard, oder halt mehrere Binaries pro Vertikale. Aber das ist sozusagen ein Implementierungsdetail dieses NuGet-Pakets. Okay, danke. Darf ich dazu gerade noch eine Folgefrage stellen? Könnt ihr mich verstehen? Ja. Okay. Aber das heißt, im Grunde genommen ist die Faustregel relativ einfach. Wenn immer ich eine Library schreibe, wo ich genügend APIs in einem .NET Standard habe, dann gehe ich da mit. Korrekt. Weil ich habe ja keine Nachteile, also in den spezifischen Vertikalen, wie du das genannt hast. Genau. Im Grunde ist es so, wenn ich jetzt mal, ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn ich jetzt einfach mal sage, wir nehmen .NET Framework und wir nehmen Xamarin und wir machen jetzt einfach mal, wir berechnen einfach mal die gesamte Überschneidung der APIs. Dann ist die Überschneidung im Grunde, was .NET Standard repräsentiert. Also, wir haben sozusagen wirklich alle APIs verwendet, die tatsächlich Sinn machen auf beiden Plattformen. Und der Grund, die Idee dahinter ist einfach, Xamarin ist einfach ein guter Proxy für Nicht-Windows-Implementierung von .NET und eine Implementierung, die halt, ja, wir nennen das AOT, also Ahead of Time erfordert, also sprich keinen JIT hat, also keine Laufzeit-Code-Generierung unterstützt. Und .NET Core ist sozusagen der Außenseiter heute, der die wenigsten APIs hat. Das heißt, wenn ich heute für .NET Framework und .NET Core baue, dann ist die Liste der APIs, die ich verwenden kann, relativ klein. Und das ist halt das, was wir im Grunde fixen mit .NET Standard 2.0, wo wir im Grunde einfach .NET Core massiv wachsen lassen. Das heißt, die Nachteile, die ich heute habe, wo ich sage, okay, .NET Standard hat nicht genügend APIs, das wird weitestgehend ein Problem der Vergangenheit sein. Also mit .NET Standard 2.0 sollte es so sein, im Grunde alle APIs, die Sinn machen, sind auch da. Das heißt, es sollte eigentlich keinerlei Gründe geben, warum ich jetzt ein .NET Framework Binary schrauben muss, wenn das, was ich baue, im Grunde eine wiederverwendbare Business-Komponente ist, die jetzt nicht speziell UI erfordert oder ein Applikationsmodell wie ASP.NET unterstützen muss. Also ja, Zukunft, einfach mal Richtung .NET Standard reingucken. Ich behaupte einfach mal, die meisten wiederverwendbaren .NET Framework Libraries, wenn man sie einfach neu kompilieren würde mit .NET Standard als Ziel, dann wird das einfach kompilieren. Heißt das im Endeffekt, alle Binaries, die kompiliert werden, sind auf MSIL-Ebene kompatibel miteinander? .NET Standard Binaries ja. Bei den anderen ist es halt so, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen,
Jeder hat es schon mal irgendwann festgestellt, dass sozusagen derselbe Source Code unter Umständen auf beiden Plattformen kompatibel ist, aber dass es kein Binary gibt, was auf beiden Plattformen läuft. Das liegt hauptsächlich daran, dass in der .NET-Welt ist es ja so, dass sozusagen die Binärkompatibilität über Assemblies hergestellt wird. Das heißt, ein bestimmtes Assembly mit einem bestimmten Namen und einem bestimmten Public Key muss existieren auf bestimmten Plattformen, um halt ausgeführt werden zu können. Und das ist halt eine der Sachen, wo sich heute die .NET-Plattformen einfach zum Teil sinnloserweise einfach nur unterscheiden. Das müsste nicht so sein. Das ist im Grunde einfach nur, weil es sich so entwickelt hat. Das heißt, es wird heute so sein, dass es unter Umständen Binaries gibt, die eben nicht kompatibel sind mit bestimmten Plattformen, obwohl der Source Code dahinter kompatibel ist. Und mit .NET Standard Library haben wir im Grunde ein System gebaut, in dem auch diese Binaries ausgetauscht werden können. Jetzt mit unserem .NET Framework Compatium ist es im Grunde so, dass wir den Großteil der Binaries auch auf MSEL-Ebene sozusagen binär kompatibel stellen können mit .NET Core. Also heute ist es ja so, ich kann ja vom .NET Core aus kein Binary referenzieren, was auf .NET Framework kompiliert wurde. Jetzt mit .NET Standard 2.0 ist es halt so, über den Umweg über .NET Standard ist es so, dass automatisch sozusagen in der nächsten Version von .NET Core wird es so sein, dass ich automatisch, oder ist das automatisch, dass ich im Grunde direkt ein Binary referenzieren kann, was für .NET Framework kompiliert wurde. Und solange das Ding eben keine APIs verwendet, die hier nicht existieren, wird das einfach funktionieren. Und das läuft dann eben über diesen Compatium. Genau. Und im Grunde der Compatium macht nichts anderes als wenn das Type Forwarding. Also im Grunde geht ja das ja, was bei Java immer schon der Fall war. Java hat ja über den Class Loader einfach gesagt, okay, die Klassen müssen identisch sein. Aber es gab ja kein Konzept von Assemblies. Und dieser Compatium im Grunde geht nur her und sagt, okay, der Typ lebt da. Und dadurch wird sozusagen einfach die Binärkompatibilität hergestellt. Das ist das Einzige, was der Compatium macht. Und das passiert aber zur Compile-Time. Sagen wir mal, es passiert dann, wenn ein Assembly geladen wird. Und je nachdem, wie ich jetzt kompiliere, ein Teil passiert davon zur Compile-Zeit, weil der Compiler ja auch Assemblies aufmachen muss, um IntelliSense zu produzieren. Passiert aber auch zur Laufzeit, wenn ein Assembly geladen wird. Und je nachdem, ob ich jetzt JIT verwende oder AOT verwende, wird unter Umständen alles auf meiner Bildmaschine passieren oder ein Teil immer noch zur Laufzeit. Type Forwarding selber ist aber extrem cheap. Also der Compatium hat faktisch null Overhead. Okay. Ist ganz kurze Frage, vielleicht ist die zu spezifisch. Wenn das falsch ist, dann gerne abwinken. Früher bei PCLs gab es ja diese Profile. Ja. Und da lagen auch irgendwo auf der Platte irgendwelche DLL-Dateien, Assemblies, die eigentlich nur, so habe ich mir das vorgestellt, das API definieren, aber dann hinten eigentlich auf die richtige Assembly zeigen, wo das auch wirklich implementiert ist. War das auch Type Forwarding? Sowohl als auch. Ein Teil davon war Type Forwarding, ein Teil davon war einfach nur die richtigen Assembly-Namen zu verwenden. Aber es ist dieselbe Idee. Also technologisch, .NET Standard funktioniert im Grunde genauso wie PCLs vorher auch funktioniert haben, wenn wir über Type Forwarding reden. Und ich sage, bei PCL gab es im Grunde auch zwei Arten. Da gab es einmal die MS-Callet-basierten PCLs und da gab es die System Runtime-basierten PCLs. Und System Runtime-basierte PCLs waren immer über Type Forwarding realisiert. Und .NET Standard ist im Grunde die Fortsetzung dieser Geschichte. Aber wesentlich besser. Ja. Ich habe hier noch eine Frage von Christian. Er fragt, absehbar, dass eine Art Abstraktion oder dergleichen von Windows UI SAML oder System Windows SAML in den Standard reinrutscht? Da gibt es ja zwei Sachen. Das eine ist, wird es auf absehbare Zeit hin ein Cross-Plattform-SAML-Stack geben? Das ist ja erstmal die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wenn es das gibt, wird es Bestandteil von .NET Standard? Die zweite Frage ist einfacher zu beantworten. Also nehmen wir mal an, wir hätten einen Cross-Plattform-SAML-Stack. Selbst dann würden wir den nicht zum .NET Standard hinzufügen. Einfach dessen, weil .NET Standard im Grunde neutral sein muss, zu dem, wie UI gemacht werden muss. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine
ASP.NET-Anwendung baue, dann macht ein Cross-Plattform-SAML-Stack einfach keinen Sinn. Das heißt, wenn ich einen Cloud-Service baue, der einfach nur ein Netzwerkport aufmacht und Requests entgegennimmt und Responses produziert, also zum Beispiel wie ein Webservice funktioniert oder eine ASP.NET-Applikation funktioniert, dann macht es keinen Sinn, SAML-APIs zu haben. Das heißt, selbst wenn wir so ein Ding hätten, das wäre im Grunde wie JSON.NET einfach nur eine Library, die auf NuGet existieren würde, die im Grunde einfach nur für .NET Standard kompiliert wurde, unter Umständen Operating System spezifische Implementierungen vorhält, aber im Grunde von jedem .NET Standard Projekt referenziert werden kann. Aber es wäre nicht automatisch referenziert, man muss es halt explizit referenzieren. Jetzt zur ersten Frage, werden wir so einen Cross-Platform-SAML-Stack haben? Da kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen. Es gibt ja im Grunde sozusagen den Vorläufer davon. Xamarin hat eine Technologie, die heißt Xamarin Forms. Xamarin Forms, wenn man sich das mal angeschaut hat, im Grunde sieht sehr SAML-ähnlich aus. Es ist also nicht exakt SAML, aber es hat ein XML-Spezifizierungsformat mit Data Binding. Und ja, Xamarin Forms selber ist implementiert. Es ist selber kein UI-Stack in dem Sinne, sondern ist im Grunde eine Abstraktion über den UI-Stack. Das heißt, Xamarin Forms hat eine Implementierung für WPF, es hat eine Implementierung für iOS, also es hat eine Implementierung für Android. Das heißt, ich kann mit Xamarin Forms Anwendungen schreiben, die UI haben, die aber für alle Plattformen, für alle touchbasierten Plattformen und im Grunde auch .NET Framework, das so Applikationen verwendet werden kann. Das Schöne daran an der Stelle, dass es eine Abstraktion oberhalb vom UI-Stack ist, ist, dass es sozusagen nicht den UI-Stack komplett abstrahiert, sondern im Grunde kann man auch mit Xamarin Forms immer noch auf den eigentlichen UI-Stack darunter zugreifen. Das heißt, man kann im Grunde Code schreiben, wo man sagen kann, okay, wenn ich jetzt auf Windows ausgeführt werde und wenn ich jetzt weiß, dass ich WPF habe, dann kann ich sozusagen zusätzliche Tweaks an meinem UI machen. Aber das ist im Grunde ist proportional zu der Arbeit, die ich investieren möchte. Wenn ich das nicht machen möchte, dann habe ich sofort eine Anwendung, die überall gleich ausschaut oder weitestgehend gleich ausschaut. Aber ich kann immer noch tweaken, wenn ich das muss. Aber es ist halt im Grunde nicht wie Swing, weil Swing von Java ist ja im Grunde ein UI-Stack, der überall ja, gleich scheiße ausschaut, sage ich mal. Xamarin Forms ist, weil es eine Abstraktion des UI-Layers ist und den UI-Stack selber nicht ersetzt. Ist es nach wie vor so, wenn ich jetzt einen Tab-Control habe und ich laufe jetzt auf iOS, dann wird immer noch das native iOS-Tab-Control verwendet. Also wie auf Android das native Android-Tab-Element verwendet wird und auf Windows Phone war es halt so das Pivot-Element, also wo man halt swipen kann horizontal. Das heißt, der UI-Stack sieht immer noch nativ aus, ich muss aber den Code nicht viermal schreiben. Und Xamarin Forms, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Auge zudrückt, im Grunde ist es sozusagen sowas wie ein Cross-Plate-Xamarin-Stack. Und Xamarin Forms heute ist, ich glaube, verfügbar als Portable Class Library. Wird dann natürlich auf längerfristige Sicht einfach eine .NET Standard Class Library. Beantwortet das die Frage? Ja, bitte entschuldigen Sie mich, wenn Sie haben darüber schon gesprochen, aber Sie haben gesagt, das macht man nicht oft, kann man Platform not supported exception bekommen. Wie kann man vorsichtig sein, um nicht in der Laufzeit eine Platform not supported exception bekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Heute ist es so, dass wir dafür keine großartige Tooling-Unterstützung haben. Das heißt, heute ist es halt so, meine Antwort wäre, Sie müssen es vorsichtig sein, Sie müssen es testen auf den Plattformen. Weitestgehend wird es so sein, dass ein Teil dieser Sachen, wo Ausnahmen geworfen werden, wenn man sich die Plattform anguckt, kann man das unter Umständen, je nachdem wie viel Wissen man hat, kann man das im Grunde schon vorher wissen können, sage ich mal. Zum Beispiel, wenn ich jetzt bestimmte APIs verwende, die Laufzeit-Code-Generierung betreiben müssen, dann werden das APIs dann unter Umständen Ausnahmen werfen, weil ich auf einer Plattform ausgeführt werde, die keinen Laufzeit-Code-Generator hat, also keinen JIT-Compiler hat. Langfristig wird es so sein, dass meine Hoffnung ist, dass wir da Tooling bauen werden, dass das zur Designzeit sozusagen Ihnen erlaubt, das zu sehen. Eine Überlegung, die wir gemacht haben, ist, einen Rosalind Analyzer zu schreiben, der im Prinzip entweder Squiggles gibt in der IDE, wo man sehen kann, okay, diese API wird nicht überall verfügbar sein und dementsprechend eine Ausnahme werfen.
die Kunst, die wir, wo wir uns, glaube ich, wo wir noch ein bisschen mehr experimentieren müssen und noch wahrscheinlich mal einen Prototyp bauen müssen, ist sozusagen die Frage, wie wir das auf eine Art und Weise machen, dass es nicht in ganz viel Noise resultiert. Weil das Problem ist natürlich, dass wenn ich jetzt Code schreibe, wie zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe jetzt eine Klassenbibliothek, wo ich jetzt sage, okay, wenn ich auf Windows ausgeführt werde, schreibe ich ein If-Statement, If-Plattform ist Windows, dann schreibe ich, dann call ich, dann schreibe ich Code, der die Registry verwendet, und im L-Zweig schreibe ich Code, der, sagen wir mal, eine Textdatei schreibt. Dann macht es jetzt keinen Sinn, wenn ich dem Kunden in der IDE Squiggles dafür gebe, weil er hat ja schon sozusagen den If-Check vorher gemacht. Das heißt, eine Überlegung, die wir haben, ist einfach sozusagen, statt einen Analyzer zu machen, einfach eine IDE-Feature zu bauen, was einfach nur grafisch sozusagen den Call einfach anders hinterlegt, dass man sagen kann, okay, wenn der Call jetzt nicht überall verfügbar ist, dann haben wir eine andere Farbe im Editor, vielleicht, keine Ahnung, gelber Hintergrund oder sowas, wo man das dann sehen kann. Aber Stand heute ist meine Antwort ja Dokumentation und Testen. Aber darf ich da noch kurz nachhaken? Also, das war auch der vorletzte Pole. Obwohl eine Plattform fragte ich und ich implementiere jetzt Version 1.2 zum Beispiel von dem .NET Standard. Es wird eine Exception geworfen. Oder es kann eine Exception geworfen werden. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Anders formuliert, wann wird genau, also wann kann die so eine Exception geworfen werden? Was das hier steht. Im Grunde die Idee dahinter ist wie folgt: Eine bestimmte .NET-Plattform implementiert eine bestimmte Version vom .NET Standard. Sagen wir mal zum Beispiel .NET Framework, nehmen wir das .NET Core, die nächste Version, nehmen wir es einfach mal 1.2. .NET Core 1.2 implementiert .NET Standard 2.0. Das heißt, die grundlegende Ansage ist, alle APIs, die im .NET Standard 2.0 spezifiziert sind, sind dann automatisch auch auf jeden Fall vorhanden im .NET Core 1.2. So, das heißt, die APIs sind auf jeden Fall da. So, jetzt ist die Frage, ob die APIs funktionieren und ob sie eine Ausnahme werfen. Und da ist die Idee dahinter halt, dass das Ausnahmen werfen sollte in der Regel nicht der Fall sein. Das heißt, unser Ziel ist es, nein, wir werden diese APIs implementieren und sinnvolles Verhalten dafür haben. Es gibt aber eine ganz, ganz wenige Anzahl an APIs, wo das unter Umständen nicht machbar ist und wo das Entfernen der APIs schlimmer wäre, als die APIs drin zu lassen und eine Ausnahme zu werfen. Und das heißt im Grunde, das sind jetzt APIs, die sozusagen unter Umständen plattformspezifisch sind oder .NET Runtime spezifisch sind. Also beispielsweise, ich habe es ja schon gesagt, Registry oder Reflection in Mitte wären jetzt Bereiche, wo Ausnahmen geworfen werden, wenn ich es verwende. Aber da ist ja halt die Sache, man muss halt explizit eine Referenz dafür hinzufügen. Wir haben eine ganz, ganz wenige Anzahl an APIs, die auf Typen sind, die auch im .NET Standard sind. Also File-IO-APIs habe ich vorher genannt, wo die eine oder andere Methode unter Umständen nicht implementiert wird. Aber das sollte die Ausnahme sein. Also unser Ziel ist natürlich nicht, da jetzt überall so ein kleines Minenfeld zu bauen, wo man dann super vorsichtig sein muss. Also die APIs, man sollte davon ausgehen, dass die APIs funktionieren. Meine Erwartungshaltung ist für .NET Standard 2.0, um das mal in Zahlen auszudrücken, ich glaube, wir haben weniger als 20 APIs, die in dem Bereich sich bewegen. Also es sind nicht hunderte von APIs, sondern es sind ganz, ganz wenige APIs. Ich habe da noch eine Frage von Michael. Er schreibt auf Englisch, aber ich versuche mal zu übersetzen. Dass das ja, oder zielt das jetzt eher auf Library-Autoren ab oder sollte man als Applikationsentwickler ebenfalls auf den Standard achten? Das ist eine großartige Frage. .NET Standard ist im Grunde zielgerichtet als ja, für Library-Autoren. Ich habe es ja vorher schon mal gezeigt. Ich glaube, die Slide ist am besten nicht. Das ist diese hier. .NET Standard ist dafür da, die Horizontale auszudrücken. Also sozusagen eine Spezifikation darüber, welche APIs überall verfügbar sein sollen. Das heißt, es macht am meisten Verstand für Library-Autoren, die Libraries produzieren müssen, die auf mehreren .NET-Plattformen ausgeführt werden kann. Natürlich habe ich jetzt als Applikationsautor, habe ich da, profitiere ich natürlich auch davon, weil wenn ich jetzt zum Beispiel zwischen meinem .NET Framework-Projekt und meinem Xamarin-Projekt hin und her wechsle und ich copy and paste jetzt Code von A nach B, dann ist es natürlich angenehm, wenn die APIs verfügbar sind.
Das ist aber im Grunde nichts anderes. Also da muss ich als Applikationsautor nicht über so einen Standard nachdenken, sondern das kriege ich einfach nur quasi for free, weil die weil die .NET-Plattformen halt den Standard implementieren. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, darüber nachzudenken, ist die Frage, was das heißt. Also im Grunde heißt es, wenn ich jetzt als Applikationsautor hergehe, werde ich .NET-Standard nie irgendwo sehen im Visual Studio. Wenn ich jetzt als Library-Author unterwegs bin und ich erzeuge jetzt Klassenbibliotheken mit Visual Studio, dann gibt es so spezielle Features, die mir es halt erlaubt, .NET-Klassenbibliotheken zu schreiben, die gegen den Standard kompilieren. Das sind halt unsere .NET-Standard-Class-Libraries. Und so gesehen, sage ich mal, ist es ein Feature, was primär sich an .NET-Library-Autoren richtet. Vorhin hatten wir es kurz vom Tooling. Früher bei PCL war das ja so, wenn ich ein bestimmtes Profil ausgewählt habe, dann hat mir die IntelliSense gerade schön unterstrichen, was ich nicht verwenden darf, etc. Ist das, also sowas ist auch wieder denkbar dann in Zukunft. Im Grunde ist unser Ziel, dass die Liste an APIs, die nicht verfügbar sind, deutlich kleiner wird als bei PCLs. Weil bei PCLs war es ja nicht zwingend so, dass diese APIs nicht verfügbar waren, weil sie nicht verfügbar sein können, sondern einfach nur, weil irgendjemand sich dazu entschieden hat, die APIs nicht zu implementieren. Das heißt, entstanden ist sozusagen, durch das zu standardisieren, ist die Idee dahinter, dass die Plattformentwickler eben nicht mehr die Freiheit haben, APIs wegzulassen. Das heißt, dass man weniger Zwickels hat als vorher. Und ja, es gibt natürlich immer noch eine Anzahl an APIs, wo das aufgrund dessen, dass wir eben nicht den Lowest Common Denominator bauen wollen, sondern im Grunde weiterhin erlauben wollen, die Plattform, auf der man ausgeführt wird, auch voll adressieren zu können. Das heißt, da wird es natürlich auch weiterhin Tooling geben, was es erlaubt, darüber nachzudenken. Wir haben ja heute schon eine gewisse Anzahl an Tooling dafür. Es ist aber nicht voll integriert. Also wir haben zum Beispiel API Port, das ist ein Tool, was man installieren kann in Visual Studio, was man einfach sagen kann, ob eine bestimmte Codebasis einfach zu portieren ist auf eine andere Plattform. Das heißt, man kann im Grunde das einfach gegen seine Library ausführen und gucken, welche Plattform-APIs man verwendet, die nicht überall verfügbar sind. Aber wenn wir jetzt mal in die Richtung IntelliSense Experience gehen, dann wollen wir im Grunde dahin, dass wir die APIs halt anzeigen und wenn man sie dann verwendet, dann entsprechend unterstreichen oder squiggeln oder ja, die Hintergrundfarbe ändern oder irgendwas in die Richtung. Aber das sollte die Minderheit sein. Also der Großteil der APIs sollte einfach nur funktionieren. Ansonsten haben wir was falsch gemacht. Okay, danke. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wie sieht es mit den Release-Dates aus, also Preview-Versionen von .NET Standard 2.0? Ja, der Großteil, was ich gerade erzählt habe, also beispielsweise, ich kann es nochmal hier anzeigen, die Tabelle hier, im Grunde die komplette rechte Kategorie hier, das heißt die nächste Version vom .NET Framework, die nächste Version von Xamarin, die nächste Version von UWP. Das ist alles, was wir Dev 15 nennen, also die nächste Version von Visual Studio. Und wir haben auch, glaube ich, kein Release-Date dafür rausgegeben, wann das passiert. Aber sozusagen die Idee ist, dass ja, sowohl das .NET Standard, die .NET Standard Plattform, das Tooling dahinter und im Grunde auch die Plattform selber halt alle im Dev 15 ja, Timeframe veröffentlicht werden. Die werden unter Umständen nicht alle exakt mit der 15 rauskommen. Ich habe mir zum Beispiel vorgestellt, dass .NET Core ein paar Wochen später oder ein paar Monate später erscheint, aber sozusagen das ist so das Release, wo wir uns hinorientieren. Und der Grund dafür ist einfach nur, ich weiß nicht, wie viele sich schon mit NuGet auseinandergesetzt haben, aber wir haben ja heute das komplette .NET Core Tooling ist ja auch im 2015 immer noch im Preview-Mode. Das heißt, die nächste Version von Visual Studio hat das .NET Core Tooling als RTM-Support mit drin. Und im Grunde, was da mit reinkommt, ist NuGet als First-Class-Citizen in MS Build und auch NuGet als First-Class-Citizen im Projektsystem. Und nachdem alles, was wir hier machen, mehr oder weniger NuGet-basiert ist, ist das der Hauptgrund, warum wir das alles an dieses Release dranhängen, damit wir sozusagen eine gute Developer-Experience haben in dem Bereich. Okay, merci. Supi, noch irgendwelche anderen Fragen? Raus. Noch den Zeitplan. Ja, top. Wie gesagt, ich bin erreichbar auf
ziemlich überall. Ich bin auf Twitter und auch über E-Mail erreichbar. Wenn so noch Fragen sein sollten, gerne einfach kontaktieren. Ich kann es dann entweder selber beantworten oder ich finde denjenigen, der es beantworten kann. Perfekt. Vielen, vielen Dank, dass es klappt. Ja, danke für die Einladung. Dann noch einen schönen Abend. Ja, dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche. Ja, hoffe ich doch. Bis dann, ciao. Ciao. Tschüss.